Willkommen zurück zu einer weiteren verschrobenen Folge Dying Light 2 Uncut auf dem PC. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist und natürlich auch ein verschrobenes Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video mit einer merkwürdigen Bewertung unterstützt haben. Ihr da draußen wollt supporten, wollt sogar was gewinnen, geht ganz easy, einfach nur bewerten und kommentieren mit eurem Discord-Namen. Alle Informationen zum Gewinnspiel immer noch Folge Nummer 1. Ich würde gerne etwas verkaufen. Dieses Ding. Und dieses Ding. Und dieses Ding. Und ich würde gerne Klamotten verkaufen, denn wir haben viele, die wir einfach nicht mehr benötigen. So Level 1er Sachen, auch das hier ist nicht so pralle jetzt, hauen wir mal weg. Ja, das Ding kann auch weg und das kann auch definitiv weg, weil wenn mein Inventar voll ist, kann ich leider nichts mehr mitnehmen. Darum mal so die schwächeren Sachen einfach verkloppen. Na, werde ich eigentlich auch nicht spielen, das Ding hier. So. Weil mittlerweile finden wir auch schon wieder genügend Klamotten, ne? Also, es ist Wahnsinn. Was soll der Geiz, meine Freunde? Was soll der Geiz? Es sollte mehr so schlaue Bürger geben. Ja, es sollte wirklich mehr so schlaue Bürger geben wie mich. Wow, 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 wow. Zählt das noch? War ich drin? Weiß nicht. Hab mir alle Knochen gebrochen. Irgendjemand ist hier schon wieder am Rumbrüllen. Alter, ich liebe diesen Knüppel hier. Ich finde, der Knüppel ist schon wirklich schweinegeil, oder? Frauen sagen dauernd, Mann, hat der Mann sexy Knüppel, yo. Okay, Alarm wurde geschlagen. Alles klar, ich muss hier rein, Jungs. Ja, 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 die können hier rein. Ich dachte, hier wäre Licht. Ich scheiße, noch eins geht. Okay. Boah, hier kommt wieder gut Loot. Fürs Leveln immer gut. Na, kommen noch mehr. Ich habe meinen Fuß. Okay, hier müssen wir rein. Aber ich will hier auf jeden Fall alle weglooten. Danke. Danke. Seife. Warum haben die Zombies immer so viel Seife? Die alten Stinke-Zombies haben irgendwie alle Seife dabei. Wow, 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 wow. Easy, easy, easy. Aber hier in so einem Gang kannst du dich halt perfekt hochleveln, ne? Einfach durchhalten und alles wegkloppen, was reinkommt. Bis die Waffe schmilzt. Alter, hier kommen sie jetzt aber auch, ne? Die Zwillinge. Okay, die Zwillinge wurden bezwungen. Atme durch, Junge, atme durch. Du hast extrem gut aufgeräumt, mein Sohn. Du bist absolut auf dem rechten Weg. Alles klar, dann gehen wir mal rein in die Bude. Hier bin ich richtig, oder? Nach oben. Ja. Wir wollen jetzt zum Versteck. Barneys Versteck. Dafür müssen wir hier hoch. Ich hätte doch extra hier eine Leiter runtergelassen. Ah, die war da drüben. Ja, gut. Bevor ich jetzt hier nochmal runtergehe. Machen wir das Ganze natürlich so. Ey, da oben liegt was. Wie komme ich da ganz nach oben? Ah, hier drüben wahrscheinlich.
Und dafür brauchst du aber einen guten Schwung, yo. Whoa, Aiden! Gut gemacht. Gut gemacht, mein Sohn. Oh, nein! Ich war schon oben. Oh, Dreck. Ja, jetzt nehme ich die Leiter. Aber das ist so dünn. So ein dünner Steg. Bei dem Kran. Sag bloß, wir müssen erst hier hin. Die machen es mir aber auch wieder kompliziert. Aber ich bin bald auch wieder Level Up, was hier Parcours angeht. Echt jetzt? Das Ding ist wieder verschlossen. Und wieder nur einfach. Warst du das etwa, Barney? War Barney hier wieder am Werk? Okay, das kann ich auch nochmal öffnen, aber es... Da ist nochmal was drin. Okay, das ist aber nett. Das ist aber verflucht nett. Hey, hey, hey! Na, schauen wir mal rein. Mal sehen, was wir finden. Ein altes, gammeliges Hemd. Das ist also Barneys super geiles Versteck. Oh, dieser Ort ist ein Saustall. Ja. Dieser Ort ist ein Saustall. Hier kann ich was bewegen. Was ist das hier? Das ist kein Beweis. Nee, ein Beweis ist es nicht. Gut, schauen wir hier mal rein. Oh shit. Hier ist irgendwas. Die Tätowierung. Was zum Teufel? Oh fuck. Das ist Menschenhaut. Hakon, ich habe das Tattoo, das Sie Lukas herausgeschnitten haben. Verdammte Freaks. Was? Ja. Oh, ich kotz gleich. Hau sofort ab da. Wir sagen es Eto und... Warum durchsuchst du die Sachen meiner Schwester? Wusste nicht, dass sie in diesem Loch Pilger als Haushälter anstellen. Häutest du dich, Barney? Was zum Teufel ist... Wir haben ein kleines Stück von Lukas als Andenken an ihn, du Perverser. Fick dich. Netter Versuch. Das gehört aber nicht mir. Ich bring dich um, du Hurensohn. Alright, Barney Bossfight. Der hat aber ordentlich was auf der Kante. Ich mach. Schnauze. Oh, der hat gesessen. Wo ist das Mädchen? Sie war nicht hier. Sie hat sich schon seit einigen Stunden nirgends blicken lassen. Wissen Sie, was das bedeutet? Er wollte angeben. Der Hurensohn wollte beweisen, dass er Lukas getötet hat. Bist du jetzt also Kannibale oder so ein Scheiß, Barney? Das war ich nicht. Er war das. Er hat mich reingelegt. Okay, wir bringen ihn zum Bahnhof. Er wird schon noch früh genug auspacken. Gute Arbeit, Aiden. Treffen wir uns in meinem Büro. Es wird Zeit, dass ich meinen Teil der Vereinbarung erfülle. War es Barney wirklich oder wurde es ihm untergeschoben? Jetzt habe ich so leicht Zweifel. Nicht unbedingt von der PK, aber vielleicht von Hakon. Warum ist Hakon jetzt auf einmal so ein PK-Dude? Und ist immer genau informiert, was Sache ist. Irgendwie, die haben das so ein bisschen geschrieben, dass man echt Misstrauen gegen Hakon bekommt, oder? So, noch ein Versuch geht. Schöner Schwung. Das Ding ist halt mies. Alright. Schnell, 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 schnell. Aiden, Aiden, Aiden.
Okay, was gibt's hier oben? Ach, hier oben kann ich sogar wirklich ein Versteck machen. Reparieren. Ich ziehe ein bisschen an der Kordel und schon läuft der Laden hier. Woher kriegen die eigentlich Benzin? Ich meine, von irgendwelchen Tankstellen oder so kann es ja nicht sein, weil ich glaube, Benzin hat eine Haltbarkeit von 3 Jahren. Vielleicht 3,5. Diesel ist ein bisschen, hält ein bisschen länger. Da kannst du mit 4 Jahren ungefähr rechnen. Aber dann ist doch Benzin auch irgendwie Gülle. Alright, Moment. Und boah, warum dauert denn das so lange? Okay, was kann ich damit anstellen? Ich habe eine Militärlieferung geholt und ich kann leveln. Oh Mann, für einen Spieler wie mich eigentlich sichere Landung ist Gold, ne? Ach komm, damit ich nicht dauernd verrecke. Obwohl ich erst einmal gestorben bin, muss man fairerweise auch sagen. Was war das eben gerade? Hohoho! Kabams! Alle Knochen sind gebrochen. Was ist denn eigentlich mit der einen Nebenmission, die wir noch hatten? Die hier. Mit dem Draufgänger. Moment, hier, U-Bahn-Station, der Draufgänger ist irgendwo da hinten. Ich kann schon wieder nicht meine Fähigkeit einsetzen. Alter, 600 Meter. It's a long, long way, my friend. Von Seil zu Seil, von Liane zu Liane, wie so ein Donkey Kong. Hemmstoffbehälter erkannt. Ah, den kennen wir aber bereits. Den kriegen wir doch nicht. Ist doch wieder der hier, den wir irgendwie nicht kriegen, weil man da nachts hin muss. Ja. Da muss man nachts hin. Anscheinend ist nachts irgendein Baus ein besonderer und ich glaube, der wird mir den Weg zum Behälter öffnen. Deutet zumindest alles genau darauf hin. Wow, 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 wow. Uff. Fies. Was, das Ding ist leer? Noch eine Kiste hier drüben. Au. Au. Okay, ich bin tot. What? Aber es sind Autobatterien. Ich habe gedacht, ich käme da irgendwie dran, indem ich mich so auf die Kiste draufstelle, aber... Nope. Aiden? Du bist Aiden. Aiden. Ich bin Aiden, ja. Kennst du mich? Ja. Ich habe gehofft, dich zu treffen, um genau zu sein. Darf ich mich vorstellen? Ich bin Rahim. Ich betreibe Sparker. Die erste postapokalyptische Partnervermittlung. Partnervermittlung? So ein kleines Techtelmechtel wäre schon nett, wenn du weißt, was ich meine. Sag mir. Oh, ich erklär's gerne. Bring dich auf den neuesten Stand. Gut, ich gebe zu. Ich hab dir schon eine Karte gemacht. Wow, was? Ich habe ein Profil für dich erstellt. Ein Profil. Auf einer Karte. Wozu um alles in der Welt? Tja, das ist mein Job. Die Welt ist vielleicht untergegangen. Und die meisten unserer Liebsten haben sich in blutrünstige Monster verwandelt und ziehen durch die Straßen. Aber das heißt nicht, dass die Menschen nicht mehr einsam sind. Ich meine, scheiße nochmal. Genau aus diesem Grund sind die Leute heutzutage einsam. Du willst mir erzählen, es gab mal eine Zeit, in der die Leute nicht einsam waren? Stell dir eine Welt vor, in der die Leute tatsächlich rausgegangen sind. Zur Arbeit, einkaufen, mit dem Hund spazieren. Und außerdem hatten sie Dating-Apps. Apps? Okay, okay, vergiss es. Was ich sagen will, ist, dass wir soziale Begegnungen hatten, bevor alles den Bach runter ist. Es gab Partys. Weißt du,
Leute haben sich getroffen, einfach nur, weil sie sich treffen wollten. Und natürlich, um sich flachlegen zu lassen. Heute bleibt jeder daheim, hinter verschlossenen Türen, weil neue Leute treffen heute heißen kann, dass man für einen Eimer Wasser einen Schlagstock über den Schädel gezogen kriegt. Also damit ich das richtig verstehe, deine Karten helfen den Leuten, sich zu treffen? Im Grunde ja. Leute, die andere Leute treffen wollen, kommen zu mir und ich zeichne sie. Darin bin ich echt gut. Zumindest sagt man das. Dann kommt ihr Porträt auf die Karte und die hänge ich an die Datingtafel. Wenn jemand Interesse zeigt, sagen sie mir Bescheid und voilà! Die Romanze kann losgehen. Nicht immer für lange, aber das ist wohl was, was sich nicht geändert hat. Aber im Moment habe ich Riesenprobleme. Und brauch unbedingt Hilfe. Ja, natürlich. Irgendein Scheißkerl versucht mich zu imitieren und hat dann Sparker-Karten gefälscht und dann in der Stadt verteilt. Das ist Urheberrechtsverletzung. Das ruiniert meinen Ruf und verwirrt meine Kunden. Jemand muss für mich diese gefälschten Karten zusammenklauben und wieder zurückbringen. Ich hab gehört, dieser talentlose Mistkerl wurde in einer Dark Zone getötet. Also lässt er mich in Ruhe. Und ich habe die meisten der gefälschten Karten gefunden. Aber 2 Stück habe ich nicht wieder in die Finger bekommen. Bring sie mir und du kriegst die Karte, die ich für dich gemacht habe. Schau dir die Karte an der Wand an. Ich habe die möglichen Positionen der gefälschten Karten markiert. Oh mein Gott, das klingt richtig nach Arbeit. Heiratsvermittler. Oh, snap. Okay, hier ist eine und 218 Meter. Warte mal, kann ich hier rein zufällig pennen? Letzten Monat waren die Regale leer. Jetzt nee, oder? Ich, dass das Brot alt ist. Ah, verdammt, sonst hätte ich hier auf die Nacht gewartet. Hayden, du bist in dieser Stadt bereits eine Legende, wusstest du das? Ja. Ich bin der Beste, das weiß ich. Ich spring mal runter, guck mal, ob es jetzt ballert. Okay, das funktioniert ganz gut. It works, my friend, it works. Hallo, hässlicher Zombie. Hat er nicht irgendwas von einer Dark Zone geredet? Was ist das hier für ein Laden? Nicht gut. Oh Gott. Oh. Uff. Oh Gott. Ganz ehrlich, ich wusste aber auch nicht, wo ich anfangen soll, wenn ich hier sneaky rein will. Das waren jetzt 20 Zombies auf einem verdammten Fleck. Oh verdammt. Da brauche ich was Schnelles. Da brauche ich Speedy Drugs. Boah, wie viele sind das denn? Jetzt kommen noch irgendwelche von der Straße. Schön saftig reingehauen. Ich wünschte, man könnte schneller looten. Immer dieses gedrückt halten und so finde ich persönlich nicht so geil. Eine Dose. Okay, die Karte ist irgendwo über mir. Hopp, 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 hopp. Bleib cool. Bleib cool. Du da. Absolut cool bleiben. Jeder bleibt jetzt scheiße noch eins cool. Ich will das Spiel wirklich noch ein zweites Mal durchspielen und dann so ein Story-Run machen, ne? Aber eine Sache finde ich jetzt schon kacke, wenn es echt kein New Game Plus gibt.
Hey, Boys and Girls. Das gab's ja, glaube ich, von Anfang an bei Dying Light 1, ne? New Game Plus war von Anfang an drin, soweit ich weiß. Kann ich jetzt mal rein? Oben ist noch so ein Bienenmann. Komm, 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 komm. Oh, so knapp. Hey, Bienenmann. Scheiße, hässliches Ding, du. Alter, der macht mega den Sprung. Da vorne ist noch ein Bienenmann. Boah, sind die ekelhaft. Zwei. Okay. Die brauche ich auf jeden Fall. In die Wand mit dir. Du altes Glibbergesicht. Drum sind sogar Kristalle. Alter. Vergiss es. Oh boy. Das ist mal wieder absolut eskaliert. Das ist mal wieder absolut eskaliert. Eine Sporker-Karte. Ich weiß genau, wer danach sucht. So, den Flyer der Liebe besitzen wir. Dann sind wir hier auch quasi durch, ne? Hier, ich nehme auch all den Krempel mit. Das meine ich, du machst hier so viel. Da würde man sich doch ein New Game Plus irgendwie wünschen. Dass sowas ginge. Und das Spiel hat ja mehrere Endings. Würde mir das dann schon irgendwie wünschen. Wirklich alles zu erleben. Oh, nicht gut. Alter, wie wuchtig sich das anfühlt. Ja, der ist erledigt. Dem habe ich die Seife aus der Fresse geprügelt. Guck mal hier ein bisschen Zauber, mein Freund. Bams. Nun, meine Damen und Herren, wie es weitergeht, natürlich, wie immer in der nächsten Folge, kleine Bewertung dalassen. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen und tschüss!